Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Anstoß 3. Anstoß 3 ist ja bewiesenermaßen das beste Fußball-Manager-Spiel, das die Welt je gesehen hat. Naja, kann man drüber streiten, aber meiner Meinung nach ist es das echt. Ich habe dieses Spiel so oft schon gezockt, so viele Stunden im Laufe der letzten 13 Jahre mitverbracht. Das Spiel ist nämlich im Jahr 2000 erschienen. So, ich mache mir jetzt erstmal einen fiktiven Manager nebenbei. Ich nenne mich jetzt einfach mal Ottmar Schulz. So, also das Spiel ist ziemlich alt, deswegen gibt es das hier auch auf YouTube kaum. Allein deshalb würde ich es, das möchte ich es schon gerne vorstellen, weil es ist meiner Meinung nach immer noch besser als die ganzen Fußballmanager von EA, weil es bringt so viel Humor mit und auch Liebe zum Detail und ihr werdet es ja hoffentlich gleich sehen, wenn das hier mit der Aufnahme alles klappt. Das Problem, was dieses Spiel hatte, es hatte keine Lizenzen, es hatte aber dafür einen Editor. Das Spiel an sich bot keine Originalnamen, aber man konnte es mit dem Editor alles per Hand selbst verändern und korrigieren und bearbeiten, so dass es sich einige Leute natürlich zur Aufgabe gemacht haben, das dann im Internet zu verbreiten. Da habe ich mir jetzt auch die Daten der aktuellen Saison gezogen, habe jetzt sogar schon die Winterpausendaten, also ich bin auf dem allerneuesten Stand der Saison 2012-2013. Aber da muss man natürlich sagen, das wird alles von Privatpersonen gemacht. Das ist wahrscheinlich hier gerade bei den unteren Ligen nicht so hundertprozentig akkurat, aber hier bei der ersten Liga hoffentlich schon. Ich spiele mit Werder Bremen, eine Mannschaft, von der ich schon seit vielen Jahren Fan bin. Und ich werde versuchen, sie ins internationale Geschäft zu führen. Nationaltrainer werde ich nicht sein, da habe ich keinen Bock drauf. Vereinsfußball ist für mich in der Realität interessanter. Länderspiele interessieren mich auch in der Realität nicht. Und das ist bei Anstoß nicht anders. So, jetzt mache ich mir auch mal ein fiktives Geburtsdatum. Dann nehme ich einfach mal den 4. Mai 1975. Ich muss sagen, ich stammel jetzt ein bisschen, weil ich habe mich gerade fürchterlich aufgeregt. Ich habe nämlich gerade schon mal eine Aufnahme gemacht und da merke ich jetzt nach 20 Minuten Aufnahme, oh, das Mikrofon war aus. Deswegen darf ich jetzt alles nochmal von vorne machen. Aber ich war zum Glück noch nicht weit. Ich war noch nicht mal beim ersten Spieltag. So, den langweiligen Part, den stinklangweiligen Part muss ich hier aber trotzdem nochmal von vorne machen, nämlich die Saisonvorbereitung. Das habe ich früher schon immer ungern gemacht und das mache ich auch jetzt immer noch ungerne. Aber da müssen wir durch. Als Co-Trainer verpflichten wir Bernd Schuster ist verdammt teuer. Ihr seht, das Spiel ist auch noch in D-Mark, weil als das Spiel erschienen ist, da gab es noch die Mark. So. Ich nehme mal den Jürgen Kohler. Thomas Schaaf ist leider nicht verfügbar. Für ein Jahr ist Jürgen Kohler jetzt unser Co-Trainer. Andi Reinke, der alte Bremer, wird aber unser Tower-Trainer für 170.000 Mark. Den Mannschaftskapitän lassen wir wählen. Die Rücknummern bleiben, zu Auswärtsspielen fahren wir mit dem Bus. Ich lasse alle Spieler versichern. Statistiken stehe ich drauf, deswegen nehme ich da diesen Chefrechner hier. Nein, nicht den Chefstatistiker, sondern den HL8000, das ganz dicke Statistikding. In die Amateurabteilung möchte ich nicht so viel Geld stecken, dafür lieber mehr in die Jugendabteilung, wobei das ja eigentlich Hand in Hand gehen dürfte, Jugend- und Amateurbetrieb. Spielerbeobachter hauen wir auch mal 100.000 Mark für raus. Talentsucher ebenso. Also wie gesagt, das Spiel hatte an sich auch, hier werdet ihr jetzt sehen, wenn ich hier jetzt mich um Sponsoren kümmere. Boah, geil. Finke haben wir hier. Finke ist, ich bin ja auch Paderborner, auch SC Paderborn-Fan, da ist Finke der Sponsor. Dass der hier im Spiel dabei ist. Also im Originalspiel gab es ja auch keine echten Sponsoren und auch keine echten Ausrüster hier wie Ulsport, Diadora, Nike, Adidas. Das wurde auch jetzt alles, das kann man mit dem Editor alles selbst eintippen. Da bedanke ich mich natürlich für die Arbeit, die die Leute da reingesteckt haben und das soll jetzt auch keine Urheberrechtsverletzung irgendwie, das ist nicht beabsichtigt, also wird das jetzt hoffentlich jetzt nicht so eng gesehen. So, Diadora nehme ich jetzt mal. Hat aber keine Lust mehr zu fahren. Den Poolsport, da unterschreiben wir jetzt mal direkt. Also diese ganzen Originalnamen hier wie Finke Möbel, Postbank, das haben die Leute alles per Hand eingetragen. So. Ich nehme jetzt hier mal Ergo-Versicherung. Das ist doch schon mal besser als Wiesenhof. Seht es mir nach, wenn ich hier ein bisschen stammel. Ich habe jetzt schon, das ist jetzt schon mein dritter Anlauf hier, eine Aufnahme zu machen. Es ist immer irgendwas schief gelaufen. So. Aber jetzt habe ich mich hier mal eingespielt. Was ich noch sagen wollte, dieses Spiel ist vielleicht auch deshalb auf YouTube so unterrepräsentiert,
Weil es mit Fraps, dem Standardprogramm für Let's Plays, nicht wirklich aufnehmbar ist. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich muss jetzt hier eine andere Software nehmen, die aber auch ganz gut funktioniert. Aber damit muss ich das jetzt halt in so einem kleinen Fenster spielen. Seht es mir nach. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich denke mal, die Grafiken kann man alle erkennen, die Schriften kann man alle lesen und das ist dann, denke ich mal, auch die Hauptsache. Wenn man die Schriften nicht lesen kann, dann werde ich das Video hier auch nicht hochladen. So, also falls ihr euch wundert, warum das hier in so einem kleinen Fenster alles stattfindet. So, erstmal genug hier um die Rahmenbedingungen gequasselt. Rechtsanwälte, dann nehmen wir den Dr. Renz. Für alle Fälle, Computerabteilung. Nehme ich eigentlich meist nicht, möchte ich auch eigentlich unbedingt, aber für 200.000 Mark nehmen wir es jetzt einfach mal. Was fehlt hier noch? Jetzt klicke ich jetzt schon zum dritten Mal drauf. Fanartikel. Nehme ich eine Agentur. Fioretti. Spült uns 3 Millionen Mark in die Kasse. Ausrüster-Bannenwerbung habe ich schon. Ein Trikotsponsor haben wir. Dann haben wir doch, denke ich mal, alles Wichtige. Dann machen wir auch einfach mal. Ne, Konditionstrainer möchte ich noch einen zweiten haben. So. Sokrates wurde zum Kapitän der Mannschaft gewählt. So, machen wir ein Autosave. In der ersten Runde spielen wir gegen den FC Hansa Rostock, das Nordderby. Eines der Nordderbys, die es in Deutschland so gibt. Als Siegprämie 500 Mark, weil das ist ja schon ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte, meiner Meinung nach. So, jetzt geht's noch weiter mit dem langweiligen Part, nämlich der Saisonvorbereitung. Den Trainingsplan, den macht der Jürgen Kohler, der Co-Trainer. Hab ich keinen Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Ich muss jetzt hier schon den Plan hier aufstellen. So, ins Trainingslager fahren wir nach Holland bis zum 12. Werden auch zwei Freundschaftsspiele stattfinden. Wir spielen gegen Eintracht Braunschweig, die aktuell in der Realität sehr guten Fußball spielen in der zweiten Liga. Und wir spielen gegen Holstein Kiel, eine andere Mannschaft aus dem hohen Norden. Dann spielen wir noch Freundschaftsspiel gegen den SC Paderborn. Wie gesagt, ich bin Paderborner, da ist das für mich Ehrensache, dass meine beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Hier spielen wir mal gegen Werder 2, das Schmankerl für die jungen Spieler der Mannschaft. Dürfen sie gegen die Profis ran. Spielen wir gegen Fortuna Düsseldorf, gegen einen anderen Erstligisten. Und hier spielen wir jetzt mal gegen, nicht gegen den HSV, so ein Spiel, das kann ich nicht in der Saisonvorbereitung verbraten. Spielen wir jetzt mal gegen den soliden Zweitligisten, den FSV Frankfurt. Ist auch eine Mannschaft, die mit geringen Mitteln immer sehr viel schafft, deswegen ein Gegner, den man auch respektieren sollte. So, Familientag findet statt. Also wundert euch nicht, wenn hier so ein paar Schriften manchmal verschwimmen. Das sind Grafikfehler, die ich von Anstoß 3 seit jeher gewohnt bin. Aber das dürfte nicht weiter schlimm sein. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich die Aufstellung mache. Da wird das noch viel schlimmer sein, aber es dürfte mal in einem akzeptablen Rahmen sein. Es dürfte jetzt nicht so schlimm sein, dass man sich das hier nicht mehr angucken kann. Es ist ja immer recht schnell wieder weg. Ist zwar unschön, aber jetzt nicht so schlimm. Ich verteile hier gerade Sponsorentage, Fanclub-Treffen, Tag der offenen Tür und so weiter. Das gehört dazu, meiner Meinung nach, hier zu einer Saisonvorbereitung, Vereinsfest. Dann gehen wir mal schick italienisch essen mit der Mannschaft. Und ist auch ein Problem, die Buttons sind klein, da muss man manchmal ein bisschen umklicken. Verbandsfest machen wir auch noch. Jede Menge Partys hier in der Saisonvorbereitung. So, dann haben wir den ätzenden, langweiligen Part schon mal hinter uns, denke ich mal. Bei den Optionen muss ich jetzt ganz wichtig drauf achten, Textmodus. Der 3D-Modus ist zwar für damalige Verhältnisse auch gut gelungen, aber da dauert ein Spiel 9 Minuten und ich denke mal, das ist gerade hier für so ein Let's Play, gerade in so einem kleinen Fenstermodus, nicht vermittelbar, das können wir uns nicht antun. Deswegen Textmodus, da kann ich auch, ich werde nicht komplett alles vorlesen, aber ein bisschen Textmodus werde ich da auch sicher vortragen. Dann müssen wir uns hier noch um die Aufgaben kümmern, also die im Spiel. Mannschaftskapitän habe ich ja den Sokrates wählen lassen. Als Co-Captain nehme ich den echten Captain Clemens Fritz. Die Elfmeter schießt Sokrates oder De Bruyne oder Arnautovic. Freistoß, Flanke, das soll nicht Sokrates machen. Gebre Selassie hat hier als einziger die Fähigkeit Flanken eingestellt. Warum auch immer. Er kann das zwar sicher ganz gut, aber ich werde ihn trotzdem jetzt nicht die Freistöße und die Ecken schießen lassen. Das machen hier mal entweder Ekichi, der Mehmet oder der Kevin De Bruyne oder der Elgiro Elia. Bei den Eckbällen dasselbe. Machen wir
Reihenfolge kann ja ein bisschen variieren hier. Aaron Hunt kann ich da auch mal mit einstreuen. Hier machen wir es ähnlich. Freistoß, der geschossene Freistoß, das machen Arnautovic oder De Bruyne. So. Da noch die Aufstellung, auch wenn Werder das in der Realität aktuell nicht mehr so häufig macht. Ich spiele mit der klassischen Raute. Akpala wirkt auf mich hier mit 7,9 ziemlich overpowered. Ich möchte mal El Giro Elia im Sturm ausprobieren. Gebre Selassie spielt Rechtsverteidiger. Hier sieht das hier, diese verschwommenen Grafiken. Habe ich ja schon angesprochen, das lässt sich jetzt nicht verhindern, aber es dürfte auch nicht so schlimm sein. Zlatko Junusovic spielt Sechser, also im hauptsächlichen Spiel wird uns das hier hoffentlich nicht so häufig begegnen. Es dürfte jetzt nicht so schlimm sein. Linkes Mittelfeld spielt Kevin De Bruyne. Zehner ist mit Ikichi. Linksverteidiger ist Ignjowski. Niklas Füllkrug möchte ich gerne auf der Bank haben. Dafür geht Schmitz runter. Dann sind wir eigentlich fertig. Dann fangen wir mal an. Anstoß. Ihre Sponsoren hoffen auf eine erfolgreiche Saison. Wir wünschen dem Manager und der Mannschaft alles Gute, meint einer der anwesenden Marketing-Experten. Danke, danke. Es war ein gelungenes Fest. Viele alte Freundschaften wurden bei einem Glas erlesenen Weines erneuert. Man versteht sich einfach und sitzt letztendlich bei aller Konkurrenz doch im gleichen Boot. Naja, die Partys hier, die Feiern kommen gut an. Oh, Theodor Gebrselassie hat sich den Knöchel gebrochen im Training. Das kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Wie lange fällt er aus? 10 Wochen. Oh. Wird er die ersten Spieltage wahrscheinlich verpassen. Dafür spielt Clemens Fritz. Was ja auch durchaus Sinn macht. Lukas Schmitz geht dann doch auf die Bank zurück als Ersatz. Wir spielen jetzt gegen den FSV Frankfurt. Die Taktik muss ich noch einstellen. Spielweise offensiv. Typisch Werder. Passspiel eher riskant. Positionstreue gering. Pressing aber an. Torwart spielt offensiv mit. So, dann dürfte das ja alles sein. Den Textmodus muss ich jetzt hier noch ein bisschen konfigurieren. Also ein bisschen schneller machen hier. Die Texte sollen nicht ganz so lang sein. Textgeschwindigkeit, Mittel, Häufigkeit. Ein bisschen runterschrauben. Hoffen wir, das passt so. Was passiert da jetzt gerade? Ignjowski bedrängt einen der Frankfurter und gewinnt den Zweikampf. Sehr schön. Edmund Kaplani schießt das 1:0 für den FSV Frankfurt. In der 6. Minute, aber in der 10. direkter Freistoß für Werder Bremen. 22 Meter Torentfernung. Arnautovic läuft an wie an der Schnur gezogen. Und der Torwart dreht den Ball um den Pfosten. Eckball für Werder von der linken Seite. Ikichi schlägt den Ball auf den langen Pfosten. De Bruyne kommt zum Kopfball. Und das ist der Ausgleich in der 10. Minute. Da hat der Ausgleich nicht lange auf sich warten lassen. Und 2 Minuten oder 3 Minuten später wieder eine Ecke für Werder. Ikichi mit dem nächsten Assist. Kopfballduell. Prödel überspringt die ganze Hintermannschaft. Wird aber umgestoßen. Das scheint Elfmeter zu gehen. Ja, Elfmeter für Werder. Hier geht es aber ganz schön zur Sache. Sokratis zieht sich die Stutzen zurecht. Schießt in die Ecke. Und der Ball ist drin. 2:1. Werder dreht das Spiel hier in kürzester Zeit. Jede Menge Action. 3 Tore in 13 Minuten. Dann passiert jetzt aber erstmal ein paar Minuten nichts. Oder zumindest nichts, was uns hier im Textmodus präsentiert wird. Gelbe Karte für Björn Schlicke in der 41. Minute. Und da ist Halbzeit. 7:1 Chancen für Werder da. Ja, ist die Führung hoch verdient, wage ich mal zu behaupten. In Testspielen kann man ja wechseln, wie man will, deswegen wechsle ich jetzt auch mal komplett durch. Wolf kommt rein für Militz, Schmitz kommt rein für Ignjowski, Füllkrug kommt rein für Elia, Akpala kommt rein für Pedersen, Hunt kommt rein für De Bruyne, Markfrede kommt für Junusovic rein, Lukimia kommt rein für Prödel. So, man kann die Spieler durchaus loben, aber ich sag lieber, macht konzentriert weiter so. Und jetzt nur nicht nachlassen, einfach weiter nicht so. Übermütig werden. Wir haben nur ein Tor Vorsprung. Das ist natürlich auch nur ein Testspiel. Da muss man jetzt nicht zu verbissen an die Sache gehen, aber wir wollen hier dann uns natürlich gut einspielen. Akpala flankt auf den kurzen Pfosten. Schlicke köpft den Ball zur Ecke. Mal wieder ein Eckball für Werder. Wir haben ja schon für gefährliche Situationen und auch Tore gesorgt in der ersten Halbzeit. Aber diese Ecke ist dem Mehmet Ikici ganz schön misslungen. Gelbe Karte für Clemens Fritz. Das muss in dem Testspiel nicht sein. Und da ist der Ausgleich.
John Verhoek mit dem 2:2. Kaplani mit an beiden Toren beteiligt beim FSV Frankfurt. Und wechseln kann ich nicht mehr, die Bank ist leer. Mal schauen, was die Mannschaft daraus macht. Im Zweitligen, oh, da liegen wir hinten. Rasmus Jansen mit dem 3:2 in der 71. Minute. Gegen einen soliden Zweitligisten sollte man aber gewinnen, aber bei Testspielen geht ja öfters mal gern was schief. Vor allem, weil wir wahrscheinlich öfters gewechselt haben als die Frankfurter. Und gelingt uns noch der Ausgleich? Ne, das Spiel geht verloren. FSV Frankfurt 3, Werder Bremen 2, aber muss nichts heißen. So. Viel Spektakel war für die Fans aber geboten. Ich überlege, ob ich mir ein bisschen Transfer vollziehe, aber ich denke, mit dem Kader bin ich ganz gut aufgestellt und kann international mitspielen ab der nächsten Saison. Besuchen wir erstmal den Theo Selassie, Gebre Selassie im Krankenhaus. So, da haben wir den Familientag hier. Besonders die Kinder der Spieler sind total begeistert von den vielen Spielmöglichkeiten auf dem Gelände. Der Tag verläuft sehr harmonisch. Sehr schön. Dann besuchen wir Theo Gebre Selassie. Er findet es toll, dass sie sich auch um die verletzten Spieler kümmern. Ist doch Ehrensache, Theo. Der Tag der offenen Tür vom SV Werder Bremen war ein großer Erfolg. Es kamen sehr viele Fans. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Dann jetzt das Testspiel gegen den Erstligisten Fortuna Düsseldorf. Da bleiben wir mal bei derselben Aufstellung. Haben wir jetzt nicht schlecht gespielt gegen den FSV. Ein deutliches Chancenübergewicht in der ersten Halbzeit. Wir müssen uns natürlich in Tore ummünzen. Aber hier, zweite Minute, Lumpi Lampertz schießt weit über das Tor. Das Bremer Tor. Ja, gegen den FSV stand es jetzt schon 2:1 für Werder. Da ist jetzt weniger Action. Zumindest werden uns hier nicht viele Szenen in Textform präsentiert. Arnautovic kommt völlig frei zum Schuss und haut auch weit über das Tor. Die Spieler haben hier nicht wirklich Zielwasser getrunken auf beiden Seiten. Gelbe Karte für Juanan wegen Reklamierens. Da sieht man, dass die Spieler auch dieses Testspiel durchaus ernst nehmen. Lamberts wird von Junusovic attackiert, spielt den Ball nach hinten. Fink sieht sich Ekici gegenüber. Schöner Doppelpass mit Botzek. Schlägt den Ball auf den linken Flügel. Ilsö nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum. Keiner kommt dran. Der Ball landet auf der anderen Seite. Revels passt den zur Strafraumgrenze zurück. Lamberts versucht, Junusovic auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Lamberts stoppt den Ball, spielt erstmal zurück. Fink hat Platz, treibt den Ball in den Strafraum. Kommt völlig frei zum Schuss an der Strafraumgrenze und Mielitz pariert. Ja, ist manchmal blöd, manchmal kommen hier wirklich so ewig lange Texte. Und da ist das 1:0 von Tobias Levels, kurz vor der Halbzeit. Chancenverhältnis 4:2 für Fortuna, deshalb geht die Führung wohl in Ordnung. Ich wechsle wieder 7-mal. Wolf kommt rein. Füllkrug spielt mal im Mittelfeld für De Bruyne. Aaron Hunt kommt für Ekici. Wagfrede kommt für Junusovic, Schmitz kommt für Fritz, Kapala kommt für Petersen, Lukimia kommt für Sokratis. Spieler antreiben, jetzt ein bisschen Gas geben. Eben habe ich das Spiel außer Hand gegeben in der zweiten Halbzeit, vielleicht können wir es jetzt drehen. Und da ist auch schon der Ausgleich von Joseph Akpala nach Vorarbeit von Aaron Hunt in der 47. Minute. Ja, in der Realität auch erst ein einziges Tor geschossen in der Bundesliga. Trifft jetzt hier im Testspiel für Werder. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, sonst habe ich morgen tierische Halsschmerzen. Ich verliere die Stimme gleich. Ilse am Ball. Passt an die Strafraumgrenze. Manchmal kommen hier wirklich so Textwüsten, so wirklich extrem lange Textblöcke. Das nervt dann ziemlich. Ich glaube, ich stelle gleich auf Kürze, aber die meisten Szenen, die kommen, sind ja relativ kurz. Und hier, ja, und es kommt auch nichts bei raus. Jetzt Einwurf für Fortuna durch Fink in den Strafraum. Krödel passt auf. Dann. Es steht 1:1, noch knapp 20 Minuten, schon wieder eine gelbe Karte. Dafür, dass das hier ein Testspiel ist, wird aber ganz schön zugelassen. Er bleicht sogar den Schiri. Gerade spreche ich das hohe Maß an Fouls an, da holt Ignowski sich glatt rot ab. In einem Testspiel ist das so wirklich
ziemlich blöd. So. Tjo, was mache ich denn jetzt? Funktioniere ich Elia hier einfach mal zum Linksverteidiger um Füllkrug? Akpala spielt dann als einzige Spitze. Ach nee, Schmitz kann ja gar nicht Rechtsverteidiger. Scheinbar spielt Schmitz jetzt links. Spielt Arnautovic, Abwehrspieler. Grätsche von hinten in die Beine von Ignjowski. Das muss nicht sein. Das zieht bestimmt eine Strafe nach sich, auch wenn das hier nur ein Testspiel ist. Und das Spiel endet 1:1. Da kann man mit leben, aber mit der roten Karte, da, das regt mich auf. Das sollte eigentlich auch Folgen nach sich ziehen für den Iggy, für den Ed Ignjowski, sehr beliebt auf Twitter. Sehr aktiv auf Twitter. So, oh. Ihr Spieler Niklas Füllkrug wurde bei der Musterung für untauglich befunden. Er muss nicht zur Armee. Ihr Spieler Özkan Yildirim muss zur Armee. Er muss ab jetzt zu völlig absurden Zeiten aufstehen und sich herumkommandieren lassen. Dafür lernt er endlich, sein Bett selber zu machen. Ihr Spieler Tom Tribol muss zur Armee. Für ihn gilt dasselbe wie für den Özkan Yildirim. Und Hartherz ebenfalls. Also drei meiner vier Youngster müssen zur Armee. Keiner macht Zivildienst. Und einer wurde ausgemustert. Da sieht man auch, wie alt das Spiel ist, weil... Oh, Ignjowski. 6 Spiele gesperrt. Für eine rote Karte in einem Testspiel. Mann, gehen mir jetzt die Außenverteidiger aus. Ignjowski gesperrt. Selassie verletzt. Ja, was ich sagen wollte, sieht man, wie alt das Spiel ist. Zivildienst gibt es ja jetzt in der Realität schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich meine, ich musste auch noch Zivildienst machen damals. Aber naja. So. Ich wollte die Parts hier circa 20 Minuten lang machen und die haben wir jetzt gleich erreicht. Deswegen speichere ich jetzt mal. Hoffe, dass diesmal das Mikro aufgenommen hat. Hier ist mein Spielstand von eben. Den überschreibe ich jetzt, weil den brauche ich nicht mehr. Auch wenn ich im Prinzip fast genau dasselbe gemacht habe. Aber jetzt hat sich einiges getan mit den Sperren und den Verletzungen. Dann speichere ich jetzt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Also da